Hallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik. Wir machen weiter mit Grammatiken. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, was Alphabete, Wörter und Sprachen sind. Und ja, jetzt wollen wir in diesem Video eben solche Sprachen produzieren. Denn Sprachen kann man über Grammatiken sehr gut darstellen. Also man schreibt dann eigentlich immer L von G, wobei G eine Grammatik ist. Und dieses G wollen wir jetzt heute genauer besprechen. Okay. Also die deutsche Grammatik ist ein bisschen kompliziert. Ich würde sagen, wir beschränken uns auf eine tatsächlich formale Grammatik, wie sie in der Informatik ständig vorkommt und wie man sie auch sehr häufig beweisen muss, dass sie irgendwas tun. Ja, also zunächst einmal eine Grammatik G besteht aus einem sogenannten Viertupel, nämlich einem Alphabet, was wir letztes Mal besprochen haben. Also quasi alle Buchstaben, die möglich sind, dass sie am Ende eines Wortes in einem Wort vorkommen. Dann einem anderen Alphabet V. Das sind dann Variablen, die sich noch verändern können. Das zeige ich euch gleich. Ein einzelnes Symbol S, also ein Startsymbol. Das S muss allerdings in diesem V drin sein. Und einer Produktionsmenge P. Das ist die größte Menge. Also das hier ist die Menge, die tatsächlich den Aufwand macht. Der Rest ist eigentlich meistens relativ easy zu setzen. V könnt ihr meist eigentlich immer so anpassen, wie ihr es gerade braucht. Da schmeißt ihr dann einfach irgendwelche Großbuchstaben. Passt auf, dass es wirklich Großbuchstaben sind. Und tatsächlich nichts, was in V drin ist, darf in Sigma vorkommen. Also einfach V so anpassen, wie ihr es gerade braucht. S ist dann einfach in V drin und P ist das, was ihr wirklich machen wollt. So, also sagen wir erstmal, okay, unser Sigma, nein, das war Epsilon, verdammt. Unser Sigma, sagen wir mal, ist die Produktionsmenge 0,1. Wir bleiben bei Binärcode einfach mal. V passen wir an und S ist einfach S. So, und jetzt machen wir diese Produktionsmenge P, was auch immer das bedeuten soll. Okay? Gut. Also, wir machen Produktion. Das bedeutet, wir haben eine Menge an Produktion. Und ja, die machen Folgendes. Wir haben als erstes mal unser Startsymbol S. Gut, dieses S können wir ableiten auf irgendwas anderes. Also, wir können ableiten bedeutet, wir verändern das S, sodass dann am Schluss was anderes dasteht. Also S wird nicht in unserem Wort ausgegeben, sondern nur Nullen und Einsen können tatsächlich dann im Wort stehen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel S auf 0 hätten, dann wäre das eine gültige Grammatik. Und dann wäre einfach jedes Wort, was in der Sprache L von G drin ist, wäre einfach nur 0. Denn wir fangen bei unserem Startsymbol einfach an und dann produzieren wir daraus einfach eine 0. Jetzt kann man natürlich auch noch sagen, wir machen eine 0 und danach das Startsymbol nochmal. Gut, naja, das Startsymbol wird ja hier wieder zu diesem Startsymbol, also leiten wir das Ganze wieder zu 0s ab. Okay, das heißt, wir haben hier quasi unendlich viele Nuller drin stehen. Also das hört tatsächlich niemals auf. Wir können hier nicht aufhören, Nullen zu produzieren. Es sind unendlich viele Nullen da drin. Es ist tatsächlich nur ein einziges Wort, weil wir hier nur eine Möglichkeit haben, auf also dieses S zu produzieren. Also es kommt immer 0 und dann kommt noch ein S. Aber da es unendlich viel, ja, da es nie aufhört, da ich hier nichts anderes produzieren kann, kriege ich am Ende ein Wort raus, was unendlich lang ist. So, jetzt kann ich hier aber natürlich noch eine zweite Produktion einfügen. Also sagen wir mal, wir können auf 0 produzieren oder wir, jetzt den Oder-Strich nimmt, oder wir können auf 0s produzieren. Nun gut, jetzt haben wir mehrere Wörter. Jetzt können wir S erstmal ableiten auf 0. Okay, das wäre das Wort, was wir am Anfang drin hatten. Dann hätten wir noch eine zweite Möglichkeit. Wir können ja sagen, okay, zuerst mal leiten wir unser S auf 0s ab und danach leiten wir das S, was wir hier neu produziert haben, leiten wir das auf 0 ab. Das wäre dann das Wort 0,0. Gut, und das können wir machen, so oft wir wollen. Wir können ja sagen, okay, wir gehen 100 Mal erstmal hier rein mit unserem S, wo wir produziert haben. Also wir produzieren quasi immer 0s und das neue S, was wir produziert haben, leiten wir wieder auf 0s ab. Das machen wir 100 Mal. Und danach gehen wir auf die 0 und sind fertig. Okay, dann haben wir hier einfach beliebig viele Nuller stehen. Also ich schreibe jetzt hier einfach mal Punkt, Punkt, Punkt hin und dann schreibe ich hier 0, Punkt, Punkt, 0 hin. Okay, ich glaube, ich habe deutlich gemacht, was ich meine. Einfach, ja, jede mögliche Anzahl an Nullen, die wir hier produzieren können. Gut,
So, jetzt kann man hier aber noch mehr machen mit der Grammatik. Und deswegen verlängere ich das hier mal. Wir können einfach sagen, wir haben hier nicht nur eine Möglichkeit auf S zu produzieren, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit auf, nach S kommt im Alphabet T. Das heißt, wir können auf T produzieren und dieses T wiederum können wir von mir aus auf S produzieren. Das ist jetzt umständlich hingeschrieben, es ist im Prinzip genau dasselbe, was ich gerade gemacht habe. Wir produzieren, sagen wir mal, das hier. Wir können uns ja aussuchen, was wir produzieren mit der Grammatik. Also jedes Wort, was wir durch diese Grammatik produzieren können, ist in dieser Sprache drin. Okay, sagen wir, wir haben hier dieses S und wir leiten es ab auf 0t. Nun gut, das T müssen wir quasi wieder ableiten auf S. Also immer, wenn es ein Nicht-Terminalsymbol ist, also hier auf der linken Seite verfügbar ist, müssen wir das ableiten. Sonst ist das Wort noch nicht fertig produziert. Okay, ja, dieses T wird dann hier wieder zu einem S und dieses S können wir ableiten zu 0 oder zu 0t. Das können wir uns aussuchen. Jetzt habe ich hier aber noch eine andere Möglichkeit. Jetzt könnte ich ja was habe ich jetzt getan? Wenn man Alt 1 drückt, kommt ein Smiley raus. Das wusste ich auch nicht. Okay. Man lernt immer wieder neue Sachen. Wenn ich dieses T auf ein S produziere, dann komme ich wieder hier oben raus. Aber ich könnte auch dieses T einfach auf ein 1 produzieren. Und dann erweitert sich unsere Sprache folgendermaßen. Wir können sagen, okay, hier kommen auch noch beliebige Kombinationen von 0 und 1 raus, aber der erste Buchstabe kann eigentlich immer nur eine 0 sein. Also wir haben hier drin stehen auf jeden Fall 0 und dann kann kommen, was will. Kann nicht kommen, was will. Dann kommt 0, dann kommt 0t, also das t leiten wir wieder ab auf s. Das s können wir auf 0 ableiten oder auf 0t. Das heißt, wir haben eine beliebige Anzahl von Nullen drin, aber unsere Wörter können auch einfach jedes Mal auf 1 aufhören. Okay, also wir leiten hier das S immer auf Nullen ab und wenn wir fertig sein wollen mit diesem T und ein 1 am Schluss wollen, dann sind wir hier ja schon fertig. Dann haben wir aber keine Möglichkeit mehr hier auf 0 zu kommen, weil wir hier kein S drin haben in dieser Produktion. Das heißt, hier ist dann fertig. Wenn jetzt hier noch ein S wäre, wäre es anders. Gut, so das heißt, wir produzieren hier eine beliebige Anzahl an Nullen und hinten dran schreiben wir eine 1. Okay. So, und das kann man jetzt beliebig kompliziert machen. Wir können jetzt natürlich auch noch sagen, wir schreiben hier 0, S0, sowas hier. Oder wir schreiben, von unserem S kommt man nur auf eine 1 oder noch ein T. Oder wir haben noch eine weitere Produktion, U. Und dieses U wiederum produziert uns, keine Ahnung, 0, T, S, 1, und dann müssen wir T und S ableiten. Das wird dann schon wieder kompliziert, weil dann können wir das T hier auf 1T ableiten oder aber auf diesem U. Und dieses U wiederum leitet sich auf TS ab. Das heißt, ihr seht, es wird dann wirklich exponentiell komplizierter. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was so der Sinn von Grammatiken ist und wie man die ganzen Dinger benutzt. Also das hier unten stimmt jetzt natürlich nicht mehr. Gut, die Sprache ergibt sich dann immer daraus, was kann ich alles produzieren? Und damit meine ich wirklich alles. Also da muss echt alles rein, was man irgendwie produzieren kann. Also in unserem Fall wirklich jeden möglichen Krampf. Das will ich hier jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Das hier ist das, was am Ende rauskommen kann. Das ist auch das, was in eurem Wort dann stehen darf. Diese ganzen Vs. In unserem Fall wäre jetzt V natürlich, also wenn wir die Grammatik hier unten angucken, einfach S, T und U. Alles, was wir irgendwo finden, was nicht in Sigma drin ist, ist das einfach. Also S, T und U. Und das können wir ja auch erweitern, wie wir gerade Lust dazu haben. Also, ja, da sind wir relativ flexibel, nur hier muss man echt aufpassen. Okay, nächstes Mal geht es dann weiter mit einem bestimmten Regelwerk für Sprachen sozusagen. Also reguläre Sprachen heißen die und die sind dann einfach eingeschränkte Grammatiken. Gut, dann hören wir uns dort und ja, bis dorthin abonniert mich und schreibt Kommentare, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Bis dann, ciao, ciao.